Servus Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins Awakening. Ja, wir wollen jetzt mal, Wie ihr meint. genau, wir wollen jetzt nach Amerenthin reisen erstmal, oder? Nee, in das Anselms Riff. Danach kann man ja immer wieder nach Amerenthin reisen. Denn im Anselms Riff haben wir ein paar Gegenstände aufzusammeln, die wir benötigen. Okay, Plunder. Okay. Und ein Blutmagier. Sehr schön, freut mich. Wir kämpfen für die Ehre. Gerechtigkeit wird siegen. Aua. Ey, du Sack! Ich werde es tun! Hallo? Geht doch! So, Kiste. Quest absolviert. Okay, was haben wir hier drin? Sehr schön. Geborgene Handelsware. Lauter Handelswaren hier drin. Sehr schön, freut mich. Ein Plünderer? Mit Handelsware? Die beiden haben auch noch was für uns. Okay. Aber ein Blutmagier, der mit Plünderern zusammenarbeitet, was für eine Potsau ist das denn? Erledigt. Flammenrune des Gesellen. Wir brauchen, glaube ich, die des Meisters für die Rüstung. Da schauen wir gleich mal nach. So, hier ist das Schiff, was gekentert ist. Und, ja. Ah, Kiste, geborgene Handelsware, sehr schön. Ich werde es tun. Noch mehr geborgene Handelswaren? Betrachtet es als erledigt. Na, und du auch noch. Sehr schön. So, Journal. So, Wegels Wacht war das. Handeln muss blühen. Händler für Wegels Wacht. Paare, begib dich auf die Suche nach Erzvorkommen. Herz des Waldes. Wade. Achso, aktuelle Quest. Wade hat dir eine Liste angegeben, die er für die Bearbeitung des Kernholzes braucht. Öl, Naturdar, makelloser Rubin und Blitzrune des Großmeisters. Okay, Rache des Geistes. Explosive Zeichen. Des Meisters. Viele Waffen. Okay. Knochenarbeit. Diamanten. Starken Wärmebalsam, Flammrune des Großmeisters und frisches Drachenei. Das Drachenei haben wir ja. Wir suchen nach Erzvorkommen und Handel muss blühen. Finde weitere Händler. So. Codex absolvierte Quests. Okay. Denn auf nach Amerenthin, um denn die Sachen abzugeben. So. Und wir werden mittendrin aufgehalten. Yay! Ich freue mich nicht. Ich hasse diese random Encounter hier, weil es sind immer wieder dieselben Viecher. Oder nicht? Nee. Okay, hat die Ehefrau ihren Mann jetzt zurückgeholt? Sehr schön. Nein, ich möchte nicht weiterziehen. So, Map. Was sagt die Karte? Da sind... ist der Markt. Ich muss aber zu... zu Win, glaube ich, um da die
eine Quest abzugeben, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Anschlagtafel der Kantorin, Adeliger, Bürger. So. Anschlagtafel aus lebendigem Holz. Seine Templer suchen nach Proben. Sylvan Holzes alte Waldgasse. Okay, das war das. Kantorin. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Vom niedersten Sklaven bis hin zum höchsten. Yay! Und was kriegen wir dafür? Velana ist dagegen, Anders ist dagegen und wir kriegen dafür 15 Gold. Und nichts, okay. Ist Wind eventuell in der Kirche? Flüchtling Cerulean, ehrwürdige Mutter, und da hat. Da war doch eben gerade ein Name. Ah, hier. Aura, ich bitte euch, habt keine Angst. Ich möchte euch nicht beunruhigen. Ihr. Ihr seid der, der im Körper meines Gemahls steckt. Ich bin ein Geist der Gerechtigkeit. Ich habe eurem Gemahl niemals Schaden zugefügt. Hätte ich die Macht dazu, würde ich euren Schmerz lindern. Als er fortging, wusste ich, dass so etwas geschehen könnte. Er hat es mir gesagt. Sein Vater ist ebenfalls als grauer Wächter gestorben. Bitte sagt mir, ob ich irgendetwas für euch tun kann. Ihr müsst es nur sagen, und ich werde es tun. Rächt ihn, Geist! Ich bin bereit, noch etwas länger auf seine Asche zu warten, wenn es bedeutet, dass derjenige, der ihm das angetan hat, dafür bezahlt. Alles klar. Die dunkle Brut. Ja, ich verstehe. Und nun ist sie fort. Habe ich das Richtige getan? Auf jeden Fall. Sie hat diesen Mann sehr geliebt. Ebenso wie er sie. Ich beneide sie um das, was sie hatten. Ich muss weiter darüber nachdenken. Aber nicht jetzt. Ich danke euch, dass ihr mich hierher geführt habt. Okay, Quest absolviert. Gerechtigkeit, stimmt zu. Plus 10, Fähigkeit erhalten. So. Hatten die Händler nicht noch ein paar Quests, die wir absolviert hatten? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir irgendwas mit dem Holz hatten und mit... Oh, was war das jetzt? Ach ja, mit Velana war da ja was. Stimmt ja, sie hat ja die... den Handel unterbrochen, indem sie die Karawane angegriffen hat, versehentlich. Macht ihr eigentlich auch noch irgendwas anderes, als darüber nachzudenken, was Recht oder Unrecht ist? Ich tue nicht nur das. Allerdings bestimmt es, wer ich bin. Ihr wurdet also gerecht geboren? Als kleines, selbstgerechtes Baby der Gerechtigkeit, das durch das Nichts krabbelt? Ich wurde nicht geboren. Ich bin einfach. Okay. Anschlagtafel. Waren des Händlers Mafferats Dokumente. Okay. Mervis. Ihr seid zurück. Habt ihr Neuigkeiten für uns? Eure Karawanen wurden von einer Elfin überfallen. Eine Elfin hat das getan? Aber das verstehe ich nicht. Warum? Das ist unwichtig. Die Sache ist erledigt. Wirklich? Ach, das sind wundervolle Neuigkeiten. Ich hatte euch eine Spende versprochen, nicht wahr? Hier, nehmt dies. Mit den besten Empfehlungen der Gilde. Das ist alles, nach all dem, was ich für euch getan habe? Nun, ich nehme an, ein wenig mehr könnten wir vielleicht noch erübrigen.
Es war mir eine Ehre, euch kennengelernt zu haben, Kommandant der Wächter. Yay, 30 Gold für nichts. Kendrick. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Yep. Anders stimmt zu. 13 Gold. Anschlagtafel. Derzeit sind keine Quests verfügbar. Meister Henley, Flüchtling und ein weiterer NPC, den ich nicht ansprechen kann. Okay. So, was hat denn Meister Henley für uns? Wundumschläge, Lyriumtränke und ein makelloser Rubin. Yay! So. Oktam der Krämer, Rune der Verstärkung. Handbuch Geistkrieger. Das Handbuch brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich weiß das gar nicht. Goldene Vase. Okay, die nehmen wir einfach mal mit. Glasrig, der Waffenschmied. So, große Krähenfußfalle, Steinsalbe. Hat der noch irgendetwas für uns, was gut wäre? Ein paar Runen zum Beispiel, Handbuch, Speer der Legion, da haben wir es doch. Und eine Schneekugel. Yay. Und da stufen wir uns doch mal direkt auf. So, nee, den Geistkrieger haben wir nicht. Gut, wir gehen noch mal kurz zu Oktam. Der hat ja das Buch dafür. Geistkrieger, Geistkrieger, Geistkrieger. Geistkrieger, immer her damit. So. Geistkrieger, Fähigkeiten verfügen, sind sie keine Magier. Sie bauen viel mehr Verbindung des Nichts auf. Ja, okay. Und ein bisschen Konstitution, schadet nie. So. Nate, Speer der Legion. Obwohl die meisten Legenden über die Legion der Toten vermutlich fantasieverschiedenster Bahnensprung sind, beweisen die unzähligen Toten der dunklen Brut doch, wie effektiv die Ausbildung dieser Zwergenkrieger ist. Die Speer der Legion bilden häufig eine Vorhut ihrer Armeen und sind für ihre außergewöhnliche Zähigkeit berühmt. Sie sind in der Lage, Kämpfe zu überleben, die jeden anderen Schurken das Leben kosten würden. Yay! So, und dann einfach mal weiter auf Konstitution gehen. So, Speer der Legion. Mal der Legion, Speer der Legion, passiv. Diejenigen, die das anstrengende Leben in der Legion der Toten überstehen, gewinnen dadurch eine gewaltige innere Kraft, die eine hohe Bonus auf Stärkung Konstitution verleiht. Okay. Gut. Anders. So, was haben wir hier noch? Das. Da brauchen wir 61 Magie für. Wie viel haben wir denn? 53, okay. Gut, nein. Denn weiter darauf. Und den Sturm. Na? Ach so, und zweiter. Alle Klärchen, denn den Kettenblitz spielen. Und Gerechtigkeit. So. Was haben wir denn sonst noch hier? Behüter. Nö, Massaker. Sodale. Was haben wir denn sonst noch hier offen? Journal?
Nidia ist... Nidia. War das nicht eine Frau in... Ist Nidia nicht im gekrönten Löwen? War da nicht was? Zum gekrönten Löwen. Yay. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wo sich diese Nidia aufhalten könnte. Ja, Nidia, die hält sich denn im oberen Bereich auf. Alles klar. Servus. Nidia. Nee, Nida. Ich kenne diese Person nicht, Bran. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Meine Begleiterin fühlt sich in Gesellschaft Fremder nicht wohl. Ich bin Chris, der Kommandant der Wächter. Ich verstehe. Dann geht es also um Kenan, ja, richtig? Ich, Liebling, könntest du uns einen Augenblick allein lassen? Ist Kenan tot? Ja, er ist bei dem Versuch gestorben, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das waren seine Worte, nicht ja, wahr? Das ist sein Ehering. Vielen Dank, dass ihr ihn mir zurückgebracht habt. Kenan hat immer gesagt, er habe sich den Wächtern angeschlossen, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber war es wirklich besser für mich, ganz allein in einem fremden Land zu sein und mich fragen zu müssen, ob wir jemals eine Familie gründen werden? Ihr betrügt ihn, nicht wahr? Er war immer monatelang fort und häufig gab es nicht die kleinste Nachricht von ihm. Hätte ich vielleicht ewig auf ihn warten sollen? Er hat vergessen, dass ich eine lebende, atmende Frau bin und nicht nur ein Symbol für etwas, wofür er kämpft. Auch die Liebe hat ihre Grenzen. Quest absolviert. Yay. Dann haben wir hier in Amaranthine alle Quests. Anschlagtafel der Weisen. Ich werde es tun. Weisen der Verderbnis. Freundlich, Spende von 50 Silber. Geld für Kisten und Decken. Zwei Sovereigns sind genug. Und wir frieren nachts. Unsere Amme sagt, ein Schluck Branntwein wärmt uns. Kann uns jemand eine Flasche besten Branntwein vom Gasthof holen? Schwarzgebrannte, hallo, wir sind wieder, die Weisen der bla bla bla. So. Weise Dame und sagt uns immer, was wir tun sollen, weil so eine moralische ist. Wir möchten ihr Buch haben, damit wir daraus lernen können. Es heißt, die Predigten von Justinia II. Oder so. Bitte, danke und tschüss, die Weisen der Verderbnis. Okay. Gastwirt? Ah, Christoph, ihr seid zurück. Braucht ihr euer Zimmer noch länger? Ich habe keinerlei Verwendung dafür, Sterblicher. Und was ist mit euren Sachen? Werdet ihr sie... Verfahrt mit ihnen, wie es euch beliebt. Ihr solltet vorsichtig sein, wenn ihr euch aus der Stadt wagt. Hier treibt sich jede Menge dunkle Brut okay rum. Was kann ich euch bringen? Was habt ihr im Angebot? So, was war das jetzt? Das war, glaube ich, eine... Kleidung, Ring der Meisterschaft, Diamant, Saphir, Topaz... Antivischer Branntwein. So, da haben wir das Ding. Aber wo zum Henker kriegen wir den Schwarzgebrannten her? Betrachtet es als erledigt. Quest absolviert. Nö, das hatte ich jetzt nicht vor. Wie ihr meint.
Sehr schön. Schwarzgebrannter für die Kinder, okay. Dennoch kurz zur Kirche. Ich werde es tun. Oder? Oder war das nicht die Kirche? Nur, ich verstehe nicht, warum uns Waisenkinder, so wie die sich selbst nennen, oder die Kinder der Verderbnis, warum die nicht selbst diese Sachen holen. Die können doch andere Erwachsene fragen, ob sie den Kindern Alkohol und sonstige Sachen bringen. Die Predigten von Justinia II. Betrachtet es als erledigt. Okay, ehrwürdige Mutter. Die Leute sind in geistlichen Dingen einfach viel zu nachlässig. Okay. So, Journal. Statt Amaranthin schwarzgebrannter Waisenverderbnis. Bessere Verwendung für Huberts schwarzgebrannten Haben. Nimm ihn Hubert ab. Wo zum Henker ist Hubert? Okay, wo hält sich denn dieser Hubert auf? So, Karte. Dann mal ganz kurz das Buch abgeben und dann beenden wir auch den Part heute, weil wir überziehen schon, also ich überziehe schon, bis zum geht nicht mehr. Mäh. So, die Kiste. Ender stimmt zu. Hey, warum sind wir eigentlich nicht früher drauf gekommen? Wein und Weiber rund um die Uhr. Auf unseren geheimnisvollen Wohltäter. Wird diese Kuh noch lange gemolken werden. Okay. Hey, ihr seid doch diese wichtige Person. Bestellt euch gefälligst selbst was. Irgendwie habe ich da so ein Gefühl, als ob wir verarscht werden von irgendjemanden. Aber wer könnte es sein? Die zwei Herren da an der Kiste, die da in der Nähe stehen, sind es ja bestimmt nicht, ne? Sowas von überhaupt nicht. So, Anführer. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Was glotzt ihr denn so? Was glotzt ihr denn so? Okay, hier ist niemand mit dem Namen Hubert. Welcher immer noch komplett bescheuert ist als Name. Das ist eine gute Frage. Wo fällt sich dieser Hubert auf? Oder Hubert, so wie es da geschrieben wurde.
Stadtwache, Flüchtling, Dorfbewohner. Naja, an der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's wieder mit Dragon Age Origins Awakening. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschaußen!